Heute ist es wieder soweit. Heute macht der Weihnachtsmann für euch das nächste Türchen auf. Jetzt kommt unser Bruder, gell? Sehr laut, und geht das was anders stehen. Ja, geht da mir, gell? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, auf das ein jeder Mensch sich schätzen ließe. Und dies war die erste Schätzung. Und sie begab sich zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und ein jeder Mann ging auf das Schätzen ließe. Ja, ich weiß. Ja, und auch Josef ging nach Bethlehem, um sich schätzen zu lassen. Ja. Ja, aber Josef war natürlich nicht allein. Nein, seine Frau war bei Maria. Und die war schwanger. Wie schwanger? Aber die beiden waren leider sehr arm und hatten deshalb nur einen Stall in der Herberge, wo sie wohnten. Und dann, als es Zeit wurde, das Kind zu gebären, da nahm Maria ihren Sohn und legte ihn in eine Krippe. Oh ja. Ach so, zu einem Ochsen und einem Esel. Oh. Ja, und in der Nähe auf einem Feld, da waren Hirten bei der Arbeit. Und sie arbeiteten und arbeiteten bis tief in die Nacht hinein. Und dann plötzlich mitten in der Nacht ein Licht am Himmel. Und das Licht wurde immer größer, immer größer. Und dann war da eine Gestalt. Und vom Himmel herab kam ein wunderschöner Engel. Ach Gott! Aber dieser Engel, der sah nicht nur verdammt gut aus. Was? Nein, der sagt auch was. Der sagt, halt den Mund und fürchte dich nicht! Denn ich komme euch die Ankunft des Heilands zu verkünden. Geht nur hin Richtung Bethlehem, klopft an die Stalltür, man wird euch öffnen. Sebastian. Ja, und mit diesen Worten verschwand der wunderschöne Engel leider viel zu früh schon. Nein. Sebastian. Och, und Josef war still, der schlief mittlerweile. Maria natürlich auch. Ja, und dann mitten in der Nacht. Beiden schliefen, wie gesagt, tief und fest, klopft es an die Tür. Und Josef spritzt auf. Och, das doch. Verständlich, es war ja spät, er war relativ müde und öffnete die Tür. Und dort standen dann die Hirten. Und Josef bat sie herein und dann standen sie alle in dem Stall, sahen das Kindlein da liegen. Und dann jeder sagte, gepriesen sei der Herr. Aber wie in jeder guten Geschichte gibt es natürlich auch hier ein Bösewicht. Und das war Herodes. Amen! Amen! Christ ist erschienen, oh.